Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr dabei seid. Endlich geht es wieder weiter nach unserer kleinen Winterpause mit Südbadens Glanzvereine, der Rothaus Kneipentalk. Und hier am Tresen bei mir ist der Ex-Profi und der jetzige Scout des SC Freiburg, Karim Abdul-Jabbar Gedeh. Schön, dass du da bist, Karim. Prost zum Wohl. Karim, du bist zweifacher slowakischer Meister, Doublegewinner sogar. Du bist Zweitligameister geworden mit dem SC Freiburg. Du hast auch international gespielt mit dem Sportclub. Dann hast du deine Karriere auslaufen lassen, bist noch in die zweite Liga, nochmal zum SV Sandhausen, hast die Karriere dann beendet und seit 2019 bist du wieder hier im schönen Breisgau als Scout. Wie kam es dazu? Ich hatte eine lange Karriere, lange Fußball gespielt. Irgendwann dann während der Karriere in Sandhausen ist mir dann die Lust vergangen. Und es kam dann dazu, dass ich weiterhin im Kontakt stand mit Clemens Hartenbach und die Stelle dann frei wurde. Und für mich hat es wie die Faust aufs Auge gepasst, wieder zurück nach Freiburg zu kommen, für Freiburg zu arbeiten und auf die Tour zu gehen. Ja. Hast du denn schon einen guten, neuen, talentierten Spieler für den SC entdeckt? Ja, also wir sind weiterhin gerade dabei und sind einige Spieler, die für uns interessant sind. Und mehr kann ich auch nicht mehr sagen, ja. Du bist ja in Hamburg geboren, besitzt aber auch die slowakische und die, man sagt, glaube ich, togolesische Staatsangehörigkeit. Ja, ja. Wilde Mischung, wie kam es dazu? Also gebürtiger Hamburger, normal, dass ich dann die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Dann habe ich die ganze Zeit halt Fußball gespielt und dann auch in Hamburg, wo ich dann bei der HSV Amateurenmannschaft gespielt habe und dann für die Nationalmannschaft für Togo nominiert wurde. Für die WM 2006 in Deutschland. War da nominiert, habe leider kein Spiel gemacht, weil ich mich da verletzt hatte. Trotzdem war ich der Erfahrung froh und reich, dass ich dabei sein durfte bei der WM. Und bin dann in die Slowakei gewechselt, habe da dann letztendlich 6,5 Jahre gespielt. Die Slowaken sind dann schon nach einem halben Jahr zu mir angekommen und wollten, dass ich für die Nationalmannschaft spiele, weil sie so einen Spielertypen für die Nationalmannschaft gerne hätten. Und da meinte ich so, es geht nicht. Also ich kann noch nicht für die noch mehr Staatsangehörigkeiten. Nein, ich kann nicht. Also ich kann die Sprache noch nicht mehr ordentlich. Nein. Und dann nach 5 Jahren war es dann soweit, wo sie dann nochmal auf mich zugekommen sind, wo ich dann meinte, okay, ja, jetzt kann ich es mir vorstellen. Jetzt bin ich 5 Jahre im Land, kann die Sprache gut, kenne so gut wie alles in der Slowakei. Und so kam es dann dazu, dass ich da für die Nationalmannschaft gespielt habe. Und ein halbes Jahr später, nach den Einsätzen der Nationalmannschaft, bin ich dann nach Freiburg gewechselt. So hast du ja auch dann die Staatsangehörigkeit bekommen. Wo bist du denn jetzt überall als Scout unterwegs? Ist es die Slowakei? Ist es Togo? Ja, mein Zuständigkeitsgebiet ist Frankreich. Slowakei habe ich auch, wo ich mich gut auskenne und wo ich beobachte. Und halt Afrika, das sind so meine 3 Bereiche, die ich für das Scouting für Freiburg abarbeite. Ja, es klingt so, als wärst du viel unterwegs. Wie war das jetzt eigentlich mit Corona? Ich meine, 2019, als du angefangen hast, war das sicherlich noch gut möglich. Aber konntest du jetzt die vergangenen 2 Jahre überhaupt Spiele im Ausland anschauen? Ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. So, das erste Jahr war super. Da hatte ich noch das Afrika Cup in Kairo noch mitnehmen können. Dann kam halt Corona. Dann waren wir relativ wenig unterwegs. Da hatten wir wirklich jeden zweiten Tag Telefonkonferenz. Wahnsinn. Viel abarbeiten müssen, medial, viel Video gucken, viel Daten. Das war so, wo ich dachte so, ach, gute Schule, so, okay. Da war es halt wenig mit Reisen. Also es ging halt so gut wie gar nicht, weil halt auch keine Zuschauer erlaubt wurden. Und selbst wir Scouts sind da halt wenig gereist. Jetzt mittlerweile geht es besser. Ich habe Spaß dran. Das heißt, du warst so viel im Schreibtischstuhl als Sportler, bestimmt auch nicht so angenehm, oder? Ja, ich muss ehrlich sagen, so die erste Zeit im Büro, es war schon anstrengend, ja. Also, was heißt anstrengend? Eine Umstellung. So, es ist anders. Also, ich bin mein ganzes Leben lang draußen gewesen, habe mich bewegt und von jetzt auf heute im Büro sitzen, uff, ist nicht ganz einfach, aber mittlerweile geht's gut. Wir sind jetzt mittlerweile umgezogen im neuen Büro, im neuen Stadion. Da haben wir so Stehtische, das ist super für mich. So, ich stehe den ganzen Tag. Das ist super. Mittlerweile ist es gut. Ja? Du sprichst ja auch etliche Sprachen. Ich musste es mir notieren. So viele sind es Deutsch. Klar, Englisch, Französisch, da halten vielleicht viele noch mit. Aber dazu kommen dann noch Portugiesisch, Slowakisch und du verstehst noch Türkisch und Tschechisch. Ganz schön viele Zungenbrecher. Wie bekommt man das hin, so viele Sprachen zu können? Also mit Deutsch, Französisch bin ich halt groß geworden, zweisprachig. Dann Englisch halt von der Schule und durch den Reisen zu meinem Onkel nach Amerika war ich halt öfters als Teenager. Dann konnte ich halt gut Englisch. Dann bin ich halt in die Slowakei gewechselt, habe da dann Slowakisch gelernt,
durch die slowakische Sprache spricht man automatisch Tschechisch, weil das alles so, das ist so wie Deutsch-Österreichisch oder Deutsch-Schweizerdeutsch. Ich kann Polnisch verstehen. Ja, kommt noch mehr, also da habe ich gar nicht alle Sprachen hier. Nein, nein, aber was ich einfach nur sagen will, das sind so die slawischen Sprachen, das ist wirklich ähnlich. Ich hatte dann in der Slowakei brasilianische Mitspieler, die halt kein Englisch konnten, kein Slowakisch, kein Deutsch, kein gar nichts. Ich mich dann angepasst, damit ich mit denen dann sprechen konnte, habe ich Portugiesisch gelernt und war für die der Übersetzer. So, und das sind, bis heute sind wir halt gut befreundet. Also bis heute telefonieren wir noch und das war echt eine super Zeit mit denen. Viele Sprachen haben ja einen Grundstock, wo man dann aufeinander aufbauen kann. Ist natürlich ein Segen, so viele Sprachen zu können. War das dann auch ein Vorteil für dich, diese Sprachkenntnisse, dass du diesen Zuschlag dann bekommen hast, beim SC Freiburg Scout zu werden? Ich denke schon, also ja. Also es ist ja, ich reise viel, ich merke halt selber auch, für mich ist es wirklich einfach, wenn ich dann wirklich irgendwo unterwegs bin, ist es einfach für mich. Sei es, wenn ich in Kroatien bin, kann ich mich da auch verständigen. So. Und ich glaube schon, dass es da ein Augenmerkmal war, dass ich dann so viele Sprachen spreche. Wie viele Sprachen spricht denn Clemens Hartenbach eigentlich? Also Deutsch kann er gut. Badisch noch? Badisch, ja, aber wenn wir, Clemens und ich, dann unterwegs sind, wenn uns dann mit Beratern oder Spielern treffen, redet er Französisch. Also er spricht wirklich gut Französisch, wo ich selber überrascht war, dass er so gut Französisch spricht. So. Und das kann er gut, ja, Englisch spricht er auch. Wie selbstständig kannst du denn arbeiten oder gibt dir Clemens Hartenbach vor, in welche Länder du reisen musst, welche Spiele oder Spieler du anschauen musst oder kannst du auch selber entscheiden, ich fahre jetzt da in die dritte Liga, Frankreich, wie auch immer und schaue mir da das 17-jährige Talent an? Clemens ist unser Chef, klar, muss er dann alles abwinken sozusagen, aber es ist wirklich gut, wo ich wirklich meine Freiheiten habe und meinen Plan dann vorstelle und dann sage so und so. Oft ist es so, wo er dann Clemens dann sagt, so, er hätte gern die Spiele, aber es ist wirklich sehr, sehr offen, viel Bereitschaft von allen Seiten und das ist wirklich gut. Nach welchen Kriterien wählst du denn die Spieler eigentlich aus? Also ich meine, es ist klar, Fußballer, schnell, zweikampfstark, kopfballstark, vielleicht ein Knipser vor dem Herrn, wie auch immer. Aber der SC Freiburg ist ein besonderer Verein. Was muss der Spieler da mitbringen? Also mir kommt es zugute, dass ich halt auch hier lange gespielt habe, dass ich einfach weiß oder halt sehe, wenn der Spieler in Freiburg passt. Das sind so Kleinigkeiten, so die Sachen dann ausmachen. Auf dem Feld, wie verhält er sich? Winkt er ab oder keine Ahnung? Einstellungsfragen. Ja, Verhaltenssachen, wo man dann halt ausschließen könnte, ob es ein Mannschaftsspieler ist oder kein Mannschaftsspieler ist oder es ist ein Teamplayer, es ist kein Teamplayer, so. Das sind halt so Sachen, die man dann halt live im Stadion dann sieht. Deswegen dann halt die Reise der Macht in den Stadion und halt nicht per Video. Und rennt er als Stürmer bis zur eigenen Eckfahne zurück, um den Ball noch zu erobern vielleicht? Das sind halt Einstellungssachen, klar. Und wenn er es einen Stürmer macht, dann sage ich, hey, super, geil. Man erlebt ja nicht so häufig, dass ein Ex-Profi Scout wird. Normalerweise hört man ja, die werden Trainer, Manager, verschwinden in der Versenkung oder werden vermeintliche TV-Experten. Jetzt mal abgesehen von dem in der Versenkung verschwinden, wäre das nicht auch was für dich gewesen, Trainer oder Manager oder ähnliches zu werden? Für mich war Trainer keine Option. Also ich wusste, dass ich in dem Büro Schiene gehen wollte. Also aber mit Stehtisch halt. Ja. Richtig, ja. Ich will dich ja jetzt trotzdem mal zum TV-Experten machen sozusagen und dich fragen, warum ist der SC Freiburg in diesem Jahr so erfolgreich? Es kommen extrem viele Sachen zusammen. Erstens, der Trainer ist so lange da. Zweitens, kennen sich die Spieler alle wirklich lange. Die haben wirklich lange miteinander gespielt. Es gibt wenig Wechsel innerhalb der Mannschaft. Wir spielen guten, schönen Fußball. Die Spieler haben gute Qualitäten. Und deswegen, das sind so Sachen, die alle zusammenkommen. Und ja, deswegen läuft es dieses Jahr wahnsinnig gut. Jetzt wieder gewonnen. Viele Auswärtssiege jetzt schon eingefahren in der Saison. Enorm auswärtsstark dieses Jahr. 2-1 jetzt in Augsburg gewonnen. Wie ist so dein Fazit von dem Spiel? Also ja, du schaust viele Spiele an, du bist Scout. Konntest du es überhaupt richtig anschauen oder was kannst du für ein Fazit ziehen? Genau, das ist es. Ich war selber an dem Woche unterwegs. Ich habe es mir jetzt live nicht anschauen können, habe mir nur Highlights angeschaut. Und am Ende glaube ich schon, dass es verdient war. Ja? Und dieses Jahr ist einfach super, wie wir spielen. So, und deswegen, für mich ist halt nach wie vor ein Phänomen, ist halt Nils Petersen. So, für mich ist der ist einfach krass. Applaus für Nils Petersen. Ja.
wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Nils Petersen, unglaublich halt, wie lange er jetzt nicht gespielt hat, dann noch nicht mal eingewechselt worden ist als bester Bundesliga-Joker. Und dann die Wechselgerüchte mit Köln, Baumgart war stark interessiert an ihm oder versteht sich gut mit ihm, ist durch die Presse gegangen und jetzt stellt ihn Streich genau in diesem Moment wieder von Anfang an auf und er macht natürlich gleich in der vierten Spielminute das Tor. Wie beobachtest du die Geschichte rund um Nils Petersen? Mit Nils bin ich ja selber im Kontakt und ich glaube einfach, am Ende, er hat einfach eine gute Qualität. Also es ist einfach super, was er für eine Nase hat und ich gönne es ihm wirklich sehr. Und ich würde mich schon gerne wünschen, wenn er hier bleibt. So, aber am Ende ist es halt seine Entscheidung. Aber ich sage trotzdem, also so ein Spieler ist Gold wert. Ja, es geht ja jetzt gerade darum, verlängert Nils Petersen oder nicht. Du sprichst es an, du verstehst dich gut mit ihm. Was sagt dein Gefühl? Bleibt er hier? Also ich würde es mir wünschen, wenn er hier bleibt. Also wie gesagt, also es ist seine Entscheidung. Ich kann es selber nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Ich meine, für ihn wird sich dann vielleicht nochmal die Chance ergeben, auch international zu spielen. Die Tabelle sagt alles, Freiburg ist oben mit dabei. Schaffen sie es vielleicht sogar in die Champions League und wird es dem Verein überhaupt gut tun, hier im beschaulichen Breisgau, die große Champions League? Letztendlich ist es ein Turnier, was jeder Spieler gerne spielen will. Jeder Spieler will Champions League spielen. So, und wenn wir es dann mit Freiburg erreichen können, warum nicht? Okay, aber letztendlich ist es noch ein weiter Weg. Also weißt du, es sind noch einige Spiele zu spielen und deswegen muss man halt gucken, wie es weiterläuft und man muss halt Maximum geben. Jeder Spieler muss halt zusehen, dass er alles raushaut, alles gibt und am Ende gibt es halt ein Resultat. Jetzt war ja das große Problem, wenn Freiburg international gespielt hat, auch die Doppelbelastung, du hast es selber mitbekommen, ja, hast ja international gespielt für den Sportclub. Da kam der Sportclub dann oft nicht so gut zurecht im Abstiegskampf. Ist es mittlerweile stemmbar, neues Stadion, vielleicht mehr Gelder, die dann fließen? Oder musst du da noch mehr Talente entdecken, damit der SC Freiburg auch die Champions League stemmen kann? Klar, es ist dann eine andere Belastung, weil ja noch DFB-Pokal dazu kommt und muss man dann mal schauen, dass der Kader dann groß genug ist. Deswegen sind alles Sachen, die da geregelt werden und dann überlegt werden. Ja. Eine typische Sportlerantwort auf die Frage, aber du behältst ja recht damit. Apropos international, ich habe es ja angesprochen, du hast selbst international gespielt mit dem SC Freiburg, UEFA Europa League. Was ist da hängen geblieben bei dir? Wie hast du die Zeit erlebt beim Sportclub? Die ging wirklich, also gefühltermaßen echt schnell vorbei. Also es waren 6 Spiele, einige Spiele gespielt, dann auch mitgereist. Also es ging wirklich schnell, also weil es auch in der Bundesliga nicht wirklich gut lief zu diesem Zeitpunkt und das war alles. Das ist ja die Doppelbelastung, ja, die ich meine. Das war so schnell, man konnte es gar nicht so wirklich genießen als Spieler. Es liegt auch daran, dass man in der Vorrunde ausgeschieden ist. Stichwort Slovan Liberec. Man hat zu Hause 2:0 geführt im Dreisamstadion und dann die Führung verspielt. War ein wichtiges Spiel. Haarsträubende Fehler von Oliver Baumann, von Memedi, die zu den Gegentreffern geführt haben. Und leider bist du negativ auch aufgefallen. Ach, wirklich? Nach Einwechslung noch gelb-rot gesehen, nach doppeltem Handspiel. War das so ein Minuserlebnis in deinem Leben? Wie hast du das erlebt? Schon, ja, aber ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß noch ganz gut, wie du da die Hand gehoben hast. Ist von der Data gelöscht. Und dann hast du nach deiner Profikarriere nochmal angeheuert, auch hier in der Region beim FC Freiburg St. Georgen. Ja, Wahnsinn, was du alles raushaust. Recherchearbeit hat mich persönlich aber sehr gefreut. Habe selber 5 Jahre für St. Georgen gekickt und in deinem Debüt dann gegen den SC Wiel nach Einwechslung wieder rot gesehen. Was ist da los, Karin? Ja, also ehrlich gesagt, ich habe es nochmal probiert zu spielen, Spaß zu haben, weil Fußball mir dann doch schon am Herzen liegt. Und es kam halt über einen Arbeitskollegen dann bei St. Georgen. Am Anfang habe ich noch nur mittrainiert. Dann war es dann so, ja, überleg doch nochmal einen Pass zu machen. Ich so, ja, ich bin selber zu viel unterwegs, ich bin selten am Wochenende da. Dann war es ein Freitagsspiel. Dann dachte ich, okay, Freitag kann ich mitspielen. Ja, am Ende ist es halt so, wie es ist, aber Spaß am Fußball werde ich nie verlieren. Die Verbindung nach St. Georgen, ist, Arbeitskollege sprichst du an, arbeiten viele auch beim SC Freiburg. Gell? Ich kenne da selber 2 Tobis, die irgendwie bei beiden Vereinen... Also der Arbeitskollege von mir ist Tobias Geis in der Scouting-Abteilung, also super Typ generell. Bernhard Hillen, Vincent Keller, Friedhof Kneser, wir sind da wirklich gut miteinander, verstehen uns gut im Büro. Ja, super Company, echt. Wir haben jetzt zu deinem Leid auch von den negativen Erlebnissen, Stichwort rote Karte, gesprochen, aber du hast ja auch, glaub, gesamten Verein SC Freiburg 8 Tore geschossen. Was ist so dein schönstes Tor gewesen für dich oder war das überhaupt dein schönstes Erlebnis dann auch beim SC Freiburg? Schönste Tor, muss ich ehrlich sagen, war von der Emotion her, war es
einfach das erste Tor gegen Kaiserslautern, weil ich wirklich lange gewartet habe, bis ich dann wirklich mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe. Das war mein zweites oder besser gesagt mein drittes gegen Kaiserslautern, aber das erste vom Beginn, so, wo ich dann halt auch gleich getroffen habe. Und das war zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter 50 wurde. An demselben Tag wurde meine Mutter 50 und ich habe halt das erste Bundesliga-Tor gemacht und ihr dann halt als Geburtstagsgeschenk sozusagen gewidmet. Was war das für ein Tor? Mit links, trocken, in die linke Ecke, trocken. Typischer GD, einfach rein damit. Und war das dann auch dein schönstes Erlebnis so beim Sportclub, oder? Es gibt so viele. Es gibt einige schöne Erlebnisse. Zum Beispiel, das erste Schönste war dann halt, dass wir dann halt die Klasse gehalten haben. Das war super. Also 2012 vom letzten Platz, ich weiß nicht, 12. oder 11. Das war ein super Erlebnis. Das war mit das Erste, aber wirklich das Schönste im Stadion, der Sieg gegen Bayern. Da war es, da war Explosion. Da war Explosion im Stadion. Es war so laut. Es war Wahnsinn. Du hast das Tor vorbereitet auf Nils Petersen. Wir haben Bayern 2-1 geschlagen. Ich kann es aus eigener Erfahrung nur sagen, das Stadion ist explodiert im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist kein Oberteil trocken geblieben. Es war Wahnsinn. Leider ist der SC Freiburg dann doch noch in Hannover abgestiegen. Aber wie gesagt, heute die negativen Sachen lassen wir jetzt weg. Ja, bitte. Du bist Publikumsliebling auch beim SC Freiburg. Karim Gede, Karim Gede. Ich habe die Sprechchöre noch gut im Ohr. Wie geht's dir? Träumst du noch davon? Was hat es mit dir gemacht? Erstmal danke dafür. es hat mich jedes Mal gefreut. Ne? Also es war so ein, gutes, schönes, geiles Gefühl, wenn das halbe Stadion oder das ganze Stadion deinen Namen ruft. Also super, super Erlebnis. Also das werde ich vermissen. Hat Spaß gemacht, auch für uns Fans. Ah, danke. Lass nochmal den internationalen Blick wagen. In diesem Jahr ist WM. Ich muss mich selber auch noch irgendwie dran gewöhnen. Im November geht's los. SC-Kapitän Christian Günther hat sich massiv beschwert, beziehungsweise hat das massiv kritisiert, die Vergabe dorthin. Dort werden Menschenrechte mit Füßen getreten, Homophobie, Rassismus, alles ein großes Thema. Wie betrachtest du dieses Thema? War das vielleicht verhinderbar, ja, die WM dorthin zu legen? Oder kann man es vielleicht noch verhindern mit einem Boykott? Es ist schwierig, also ein schwieriges Thema, vor allem, weil da so andere Menschen, andere Mächte sind, die das dann entscheiden. Ich bin da selber kein Fan von. Als Scout werde ich es mir anschauen, ja, definitiv. Aber dieses richtige Fußballerherz, so wie es halt früher war, geil, Fußball-WM und ist ein bisschen verflogen, ein bisschen weg. Hinzu kommt auch noch die Jahreszeit. Da muss man sich wahrscheinlich auch nochmal dran gewöhnen, auf dem Weihnachtsmarkt dann die Spiele zu verfolgen. Mal schauen, wie das wird. Ich glaube, ich brauche dich auch gar nicht fragen, inwiefern du zum Thema Rassismus stehst. Deswegen gehen wir gleich weiter auch aufs nächste Thema, und zwar Kultur. Dadurch, dass du viele Reisen gemacht hast in viele Länder, hast du viele Kulturen auch gesehen. Orientieren wir uns an deinen Staatsangehörigkeiten, Deutschland, Slowakei und Togo so vergleichst. Welche Kultur bleibt dir so hängen? Was findest du besonders gut? Worauf freust du dich auch, wenn du in diese Länder gehst? Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Togo fliege, meine Oma dann besuche, die Heimat meiner Mutter. Da ist es frei. Da bin ich wirklich auch kurze Hose, barfuß, T-Shirt, frei. Obst schmeckt viel, viel geiler. Das ist Wahnsinn. Das ist so frisch. Trotzdem bin ich Europäer. Also ich bin Europäer, ich bin in Deutschland groß geworden, hier aufgewachsen. Am Ende fühlt man sich da zu Hause, wo man sich am wohlsten fühlt. So. Ja, und spricht viel für Freiburg, weil du ja wieder hierher gekommen bist, sicherlich. Stichwort Kultur, wir sind jetzt hier in einer Reggae-Bar, in der Café-Movie-Bar am Schwabentor. Was hörst du eigentlich für Musik? Jetzt mittlerweile höre ich viel Jazz, viel Saxophonmusik, weil ich jetzt seit einem Jahr jetzt Saxophon spiele. Habe anfangs mir selbst beigebracht über YouTube-Videos. Ich habe gedacht so, was kann ich machen, dass ich meine Zeit nicht verschwende wegen Corona. Und habe dann angefangen mit Saxophon. Jetzt spiele ich es regelmäßig, wirklich. Also ich übe wirklich jeden Tag. Spiele dann auch auf Reisen, wenn ich dann scoute, wenn ich dann tagsüber oder dann abends Zeit habe, spiele ich dann immer in Parks. Und ja, es bringt Spaß. Ja, es bringt wirklich Spaß. Hast du denn Lust, auch für uns mal auf dem Saxophon zu spielen? Ja, gerne, gerne. Machen wir. Super.
Du bist ja auch ein guter Beatboxer. Den Kelch lasse ich jetzt vorüberziehen bei dir. Du hast ja 2012 bei der Weihnachtsfeier der Fangemeinschaft im Jazzhaus und auch bei der Klassenerhaltsparty schon bewiesen, dass du das kannst. Wir freuen uns auf deine Saxophon-Session. Gerne. Zum Abschluss vielleicht noch eine kurze Prognose. SC Freiburg empfängt am kommenden Samstag Hertha BSC zu Hause und dann am Mittwoch drauf sind wir zu Gast beim VfL Bochum im Viertelfinale. Was sind so deine Tipps? Sieg gegen Berlin, also Standard. Safe. Ja, safe. Und ich tippe auf ein Weiterkommen im DFB-Pokal. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir es dann mit so einer geilen Saison, die wir bisher spielen, dann mit einem Finaleinzug krönen. Ja, du als Double-Gewinner weißt ja Bescheid, kennst dich aus, holt der SC Freiburg den DFB-Pokal nach Hause? Ja, es ist wirklich noch, man muss echt wirklich Fußballfloske, Schritt für Schritt, Spiel für Spiel denken, weil im Pokal ist alles möglich. Aber ich sag, diese Saison ist super schön, also super gut, wie wir halt spielen. Und deswegen würde ich es echt jedem Spieler gönnen und vom Herzen wünschen, dass sie es dann halt bis ins Finale schaffen. Damit es diese Saison, diese goldene Saison, die sie in der Bundesliga spielen, dann mit einem DFB-Finaleinzug dann krönen. Das wünschen wir uns alle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Karim, für dieses sympathische, freundliche Gespräch. Ich hab dich gern. Ich dir auch. Vielen Dank auch an die Fans hier. Vielen Dank auch an Umut und Sinan, an die Kaffee Movie Bar und vielen Dank an euch, liebe Zuschauer, dass ihr wieder dabei wart bei Südbadens Glanzvereine, der Rothaus Kneipentalk. Und wenn ihr, so wie die Fans hier vor Ort, auch mal live dabei sein wollt, schickt uns einfach eine Mail. Die Adresse, die kennt ihr ja. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ade. Danke, Karim. Ein Mann, ein Wort. Ja, danke, dass du das Saxophon aus dem Auto gehalten hast. Ja, und damit entlassen wir euch endgültig in den Abend, liebe Zuschauer, nach dieser Session mit Karim GD, Saxophon und dein Name war? Simon. Simon an der E-Gitarre. Auf Wiederlurge.